so viele Fragen stellen. Helft der Hodang-Familie, die Zephyr-Dreckwolle zu besiegen. Bleibt weg, wenn ihr kein Blei fressen wollt. Ich überleg grad. Nö, ich behalte die Waffen erstmal. Also ich verkaufe sie. So. Belastet dich dein vieles Geld? Sehr schön, alles verkauft. Immer gern. Gucken wir doch mal, ob wir für die irgendwas machen können. Die haben es garantiert nicht dabei gesehen haben, dass wir alles bei ihnen zerstört haben. Oder ihr Rad zerstört haben. Garantiert nicht. Wir waren hier nur dabei und da lag ein Fernrohr. Underway. Oh ja, der Rollstuhlfahrer. Ach, daher, okay. Hallo, Kollege. Du bist aber ein schicker Typ. In den Highlands haben wir einen toten Briefkasten mit den Einzelheiten. Hol sie dir! Ach, wie süß, Mom. Ich fühle mich irgendwie so klein. Kommt das nur? Na, Kollege? Du siehst aus wie... Wie heißt denn der Typ nochmal? Goliath. Goliath und wir sind David. Goliath und David. Sicher, dass du da lang fahren willst? Ja, natürlich. Jetzt sagen müssen bir der nächsten Möglichkeit nein, bitte wenden. Kann ich wenigstens fahren und du auf die Karte schauen. Tauschen bitte. Hallo, warum falsch? Ich kann auch hier einfach langfahren. Tauschen wir. Ach, was soll's. Während der Fahrt einfach mal Sitzplatz tauschen. Kann ich jetzt hier mal am Schützenplatz sitzen? Let's rock this party! Oh yeah! Da. Au. Das war alles, was ich machen wollte. Im Ernst? Ja. Nö, du kannst auch hier runterfahren. Dann hier raus. Ja, und dann trotzdem außenrum. Und außenrum ist er nicht mehr dabei. Miau, die Sägen sind voll geil. Hey. Miau. Highlands. Man kann gar nicht driften mit dem Drecksding. Natürlich nicht. Au. Oh, und schon wieder so eine geile Maschinenpistole. Wollen wir tauschen? Ja, meinetwegen. Voll das grüne Frosch-Trio. Ja, sicher. Jetzt dürfen wir ein Geldlager ausräumen. Hoffentlich dürfen wir ganz viel Geld davon behalten. Möglichst kompliziert fahren. So, das Frosch-Trio macht weiter. Oh yeah. Jetzt dürfen wir da bestimmt voll die Massenballerei starten. Oh. The Holy Spirits. Erstmal nachladen, bevor ich hier reingehe. Erreiche den toten Briefkasten. Der ist bestimmt oben. Dachte ich mir. Was, ein toter Briefkasten? Haben irgendwo hier in der Gegend ein geheimes Geld versteckt. Wir wissen aber nicht, wo genau. Ihr Geldbote verlässt ab und zu die Zephyr Bar. Pa will, dass du ihm folgst und dann das Versteck ausraubst. Aber halte Abstand zu ihm. Das ist der kleine Knirps. Ja, der sieht aus, als könnte man ihm folgen. Bestimmt ist der relativ schnell. Was ist denn der? Weiß ich nicht. Das ist ihr Geldbote. Er hat dich bemerkt! Jetzt findest du das Versteck nie! Oh,
Ey, wer hätte wissen sollen, dass da der so direkt und so, ne? Mal zu dem Briefkasten hin, okay. Ich gehe hier jetzt lieber mal raus. Die Seffers haben irgendwo hier in der Gegend. Frage ist jetzt, ob wir noch mal die Pegel gekriegt haben, das ist jetzt richtig geil. Der Geldbote verlässt ab und zu die Seffert Bar. Pa will, dass du ihm folgst und dann das Versteck ausraubst. Aber halte Abstand zu ihm. Ah, ich bin richtig gut, habe ich so das Gefühl. Was du? Ich schieß Ziel. Ziel schieße. Guck mal, ich mit der Sniper ein bisschen besser bin. Da habe ich aus Versehen den Typen abgeschossen. Idiot. Wieso rennt er mir auch in meinen Schuss rein? Okay, komm, mach mal. Jetzt ist gleich die Mission wieder gescheitert. Das ist ihr Geldbote. Folge ihm zum Geldversteck, aber komm ihm nicht so nahe. Komm, ich sneake. Stimmt, haben wir es gleich verloren. Die verdammten Hodanks versuchen schon seit Jahren uns zu töten. Sie behaupten zwar, dass dieses Gute, der Lacke umgelegt hat, nicht mehr zu ihnen gehört. Aber wir kennen die Wahrheit, nicht wahr, innere Stimme? Guter Witz, innere Stimme. Du findest immer die Nur noch ein paar Jahre lang Botengänge zu diesem Geldversteck. Und Papa muss mich einfach lieben. Ich bin ein viel besseres Sohn als Lucky. Ich bin wacker, ich bin gesprächiger und ich liege nicht in einem feuchten Grab. Einer meiner größten Vorzüge. Okay. Richtig, innere Stimme. Ich bin fast beim Geldversteck. Kann es kaum erwarten, reinzugehen, ohne überfallen zu werden. So habe ich es am liebsten. Nicht verfolgt und nicht überfallen zu werden. Ist da jemand? Oh, diese Ironie. Wohl nicht. Baby, da ist die Kohle! Mach den Geldboten alle und reiß sie dir unter den Nadel. Wo ist er denn? Sie haben es aber vorne. Ich wollte gerade schon sagen. Nein, noch nicht. What the fuck, wie viel Leben hat der? Thanks, gern. Er hat überhaupt nicht viel Leben. Toll, da oben ist er eins. Kann der sich porten oder was? Anscheinend. Ist er jetzt tot? Ja, der hat sich mal wieder geportet. Oh. Warte, den treffe ich nicht. Au, das tut voll weh, seine komischen Granaten. Jetzt ist er tot. Nein. Forget it, du kleiner Mexiker. Gesnackt. Wiedersehen. Jetzt. Ich hab viel Geld. Ich nehme mal das Geld von hinten. Ich räume mir mal alles leer. Munitionskapazität verschiedener Munitionsarten plus 8,4%. Pa sagt, dass du mit dem Schlüssel des Geldes jetzt alle Geldkisten öffnen kannst. Was? Brauche ich eigentlich nicht. Mit dem Schlüssel kann ich alles öffnen. Boah, scheiße. Was da gerade rauskam. Das Geldversteck der Sefforts vorgenommen, was? Was? Oh, sie werden sich bestimmt eine fiese Rache für die Hodanks ausdenken. Ach, ich darf nur eine der Kisten öffnen. Meine Mama hat immer gesagt, ich würde eine Clanfehde zwischen diesen Trotteln nicht überleben. Ich wollte ihr schon immer das Gegenteil beweisen. Alles klar. Ja, das ist ja wohl geklärt. Ich darf nur eine Kiste öffnen. Ich dachte, ich darf hier alle öffnen. Darfst du doch auch. Nein, das wollte ich gar nicht. So, also einfach nur mal ein Stückchen weiter. Naja. Geh noch mal ein bisschen zurück, da waren noch ganz viele Kisten oben. Tu das. So, würde ich sagen, ist auch diese Folge wahrscheinlich schon längst wieder vorbei. Ja, klar. Aber ich habe natürlich vergessen, den Timer zu stellen, deswegen... Das ist meistens mal schön.